Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yuki. Meine Klausuren sind vorerst vorbei. Man hat mich wieder auf die Arbeit geschickt. Juhu. Das heißt aber auch, dass ich bis Mittwoch die Unboxing raushauen muss, weil ich fahre Donnerstag weg. Für eine Weile. Aber ich werde für den Blog auch noch was vorbereiten, dass da Content kommt. Heute geht es erstmal los, beziehungsweise weiter mit den Paketen, die ihr auf Facebook sehen konntet, falls ihr mich da besucht habt. Ich empfehle es. Und ihr seht schon, ich habe eine Karte in der Hand und diese Karte ist von niemand anderem als Nendotaku. Moment, ich muss mal eben gucken, ob die Kamera das auch richtig sieht. So. Nendotaku hat vor einer Weile, so lange ist das gar nicht her, ein paar ihrer Figuren verkauft und ich habe mir eine davon ergattert. Welche das jetzt genau ist, zeige ich jetzt. Und zwar wollte ich die schon immer haben. Ist nämlich die World is Mine Hatsune Miku mit dem braunen Rahmen. Es gibt nämlich noch eine andere Rahmenfarbe, die zeige ich euch sofort. Und erstmal machen wir die erstmal auf, ne? So, Hersteller ist Goodsmine Company und was besonders ist, von Miku gibt es ja auch. Oh, schöner Verschluss. So, hier, ne? Von Miko gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber es ist diese mit den großen Megafonen. Es gibt sie einmal mit ganz viel Megafon und einmal nur das, was sie in der Hand hat. Der Skulpteur dieser Figur ist derselbe wie von ihr. Und ich habe mir sogar extra aufgeschrieben, wie er heißt, beziehungsweise es ist eine Sie. Das ist Iwanaga Sakurako. Diese wird auch die kommende Shinkai Shoujo Figur von Miku skulptieren, nennt man das so? Jedenfalls wird sie halt auch der Figur ihre Form geben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die noch haben möchte. Wenn, dann werden wir es erfahren. So, und hier haben wir Miku mit Plastik noch dran. Dankeschön, Nendotaku. Sie ist wunderbar angekommen, wie du sehen kannst. Und sehr süß, man kann sie sogar so in die Hand nehmen. Ganz niedlich. Aber bevor wir jetzt uns genau alles angucken, hole ich noch den Rahmen. Miko, leg dich mal dahin, dann können sich die Leute angucken. Ja, beim Rahmen fangen wir dann auch gleich noch an. Im Inneren habt ihr ja gesehen, außen sind ja Rosen und im Inneren sind auch Rosen. Das passt ja sehr, weil Miku in dem Lied, wozu ja die Figur ist, möchte sie ja wie eine Prinzessin behandelt werden und ja, das ist halt ihre Welt. Und was wäre eine Prinzessin ohne Rosen? So. Geschafft. Tada, hier haben wir den Rahmen. Er ist wunderschön. Man kann hier halt auch im World is Mine sehen und hier von Supercell, weil das Lied ist von Rio von Supercell. Hier ist so ein Aufsteller. Man kann das dann so ganz flach oder höher oder so hier, wie man möchte. Finde ich schon mal sehr schön. Kann man sich halt teilweise auch auf den Schreibtisch stellen. Und wer Bock drauf hat und viel Platz an der Wand, kann das auch an die Wand hängen. Finde ich auch eine schöne Idee. Allerdings, ich mache die mal eben hier dran. Sie hält über einen Magneten. Allerdings würde sie dann so an der Wand hängen und irgendwie auf den Boden gucken. Das finde ich schade. Also wenn man diese Schräghaltung hat von diesem Ständerchen hier, dann ist das schon ganz cool. Weiter im Bilderrahmen ist eben hier diese Blüten und Mikrofon. Mikrofon. Headset. Ziemlich großes, nur halt, ja. Und ja, jetzt kommen wir zum Rahmen. Hier ist er eben dunkel. Und es gibt auch einen Natural Frame. Ja, Natural Frame. Also so eher helleren, natürlicheren Holzrahmen. Aber ich finde den dunkleren, der passt auch viel besser, muss ich sagen, zu dem ganzen Gesamtbild. Deswegen wollte ich auch diese Version. Und wenn du Taco, du kannst Gedanken lesen. So, jetzt kommen wir nochmal kurz zu ihr.
Über das Originaldesign bin ich mir gerade nicht sehr bewusst. Allerdings gibt es auch ein bisschen Fanservice und ich finde auch ihren Blick super, super cool. Ich zoome mal ein bisschen ran, weil es ist halt eben so ein bisschen erwachsen und nicht so kindlich, wie man sonst Miku kennt. Das finde ich sehr, sehr schön. Oh, hier hat man in den Haaren solche, was auch immer. Sieht jetzt nicht unbedingt sehr hübsch aus, aber wenn sie dann so liegt, dann sieht man das ja nicht. Ihr Outfit ist dezent und ihre welligen Haare kommen natürlich wieder sehr gut rüber. Hier oben haben wir Blätter von, weiß ich nicht, es sind auf jeden Fall keine Blütenblätter wie auf dem Bilderrahmen. Und ja, dann lege ich sie mal wieder hier drauf, den Magnet, falls das noch interessant ist. Ach, das hier sind auch Magneten, jetzt habe ich es, jetzt sehe ich es gerade hier. Da zieht sich das auch immer so ein bisschen, wenn man die hochhebt. Moment. Ah, jetzt ist wieder hier. So. So, wenn man die ein bisschen hochhebt, dann sieht man, dass die Haare ein bisschen dann noch am Rahmen pinnen. Ja, so viel zu dieser neuen wunderschönen Hatsune Miku, die ich wunderschön finde. Und es geht aber auch weiter jetzt die Tage mit Miku. Das ist nicht das Einzige, was ich bestellt habe. Also man kann ihn wirklich bis hier so hinstellen. Das sieht schon toll aus. Ja, es geht auch weiter mit Miku, um genau zu sein, auch morgen. Sie ist ja nicht hier, also sie ist nicht das Einzige, was ich gekriegt habe jetzt. Dann geht's aber auch noch mehr weiter mit Miku und noch mehr mit Merchandise, weil irgendwie habe ich diesmal mehr Merchandise gekriegt als Figuren. Ja, obwohl, das kann man gar nicht so sagen. Also es kommt auf jeden Fall noch was Tolles. Und deswegen solltet ihr morgen mal wieder wenigstens auf Facebook gucken, weil da kommt, poste ich das ja auch meistens. Und ja, mit der Anime-Season muss ich jetzt gucken, dass ich die noch durchpauke. Also dann, bis morgen. Tschüss.